Herbst 1964. In Köln wird unter großem Jubel der millionste Gastarbeiter begrüßt. Etwa 10 Jahre später, während der Ölkrise 1973, verordnet die Bundesregierung unter Willy Brandt einen Anwerbestopp. Dies ist keine, natürlich keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern, aber wir müssen in einer solchen Situation natürlich zuerst an unsere eigenen Landsleute denken.